Hallöchen, Zone aus dem Schnitt. Eigentlich wollte ich Folge 23 und 24 schneiden, da ist mir aufgefallen, dass der Ton grauenhaft ist. Ja, also werde ich diesmal eine schnelle Zusammenfassung machen und dann noch eine Folge in der 1.10 machen. Wie ihr gehört habt, sind wir in der 1.10 angelangt. Es gibt neue Mobs wie Eisbären und Eisskelette, neue Blöcke wie Magma und Knochen, dazu neue Strukturen wie Fossilien und Mesamin. So, im Spiel angekommen, ist mir dann auch selber aufgefallen, dass die Tröge bei den Schweinen so dumm platziert wurden, dass ich sie erstmal umstellen musste. Und dann ging ich auf Entdeckungsreise. Ich wollte die Schneelandschaften besuchen und mir einen Polarbär angeln. Oder bis ich ein Dorf finde. Ich war lange... Zweiter Tag. Sehr lange. Vierter Tag. Einfach gesagt. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Nun ja, ich habe zwar keinen Schneebiom oder ein Dorf gefunden, dafür ein Dschungeldungeon. Den habe ich dann erstmal aufgeräumt, von den ganzen Fallen so weggemacht und so. Und dann war schon Folge 23 fertig. In Folge 24 angekommen, looten wir die vorhandenen Kisten und machen uns weiter auf die Suche nach Eisbären und einem Dorf. Und wieder wurde diese Reise immer länger. Es gab schneebedeckte Berge, Täler, Wälder, Wiesen und ein Dorf. Warte mal, was? Ein Dorf! Endlich ein Dorf gefunden! Und Leute, schaut euch mal an, wie geil dieses Dorf aussieht. Das Dorf ist einfach mal direkt an einem einzelnen Berg. Das haben wir dann mal eben schnell gelootet und ihr glaubt echt nicht, was ich erbeutet habe. Wir haben endlich Karotten und Kartoffeln gefunden. Oh mein Gott. Mit diesem Loot haben wir uns dann auf den Rückweg gemacht. Auf den langen und beschwerlichen Weg nach Hause. Das mitgenommene Pferd, das ich aufgegabelt hatte, brachte ich ins Gehege und stellte den Pferden einen neuen Wächter hin. Dann wurden Samen angepflanzt und Folge 24 war zu Ende. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Project 7. Ja, vorab hat man gesehen, dass wir... ein paar Probleme mit Folge 23, 24 hatten. Und ja, deswegen, wir haben ein neues Pferd. Wir haben einen neuen Wächter, der da hinten rumkreucht und fleucht. Und wir haben, oh, bloß nicht runterfallen, neue Samen angepflanzt. Karotten und Kartoffeln. Wir waren nämlich weitaus unterwegs gewesen, haben auch noch einiges gefarmt. Ah, wir haben noch die Rüstung. Wer kriegt die Goldrüstung? Wer kriegt die Eisenrüstung? Wie sieht es nur mit Eisen aus? Oh, Eisen sieht schon cool aus, ne? Ja, ich glaube... Oh ja, da passt Gold richtig gut dazu. Wunderschön. Die Frage ist, was machen wir jetzt noch in der 1.10? Wir könnten nochmal in den Nether gehen. Ich bin eh mal gespannt, ob sich das jetzt aktualisiert hat, der Nether. Oder ob der gleich geblieben ist. Weil der Spawn an sich war ja schon echt nice gewesen. Ich muss hier noch einen Steg bauen. Bitte nicht. Oh, das scheint aber gleich zu sein. Das wirkt hier alles ziemlich gleich. Keine Ghasts mehr, die mich nerven können. Aber wir sind mal wieder im Nether unterwegs. Die Frage ist, finden wir eine Festung? Das sieht doch nach Festung aus. Zwei Stück. Da unten ist auch einer. Ey, was die Ghasts angeht, die sind echt heftig. Ja! Aber den Achievement, das Achievement gibt's noch nicht. Dass man Ghast besiegt hat. Es gibt noch nicht das Achievement, dass man den Ghast besiegt hat? Mit seinen eigenen Waffen? Oh mein Gott. Aber wenigstens... Okay, Aufnahme läuft.
Das wär's jetzt gewesen. Bei Hello Neighbors habe ich es auch einmal vergessen aufzunehmen. Wir haben eine Festung gefunden. So, dann bauen wir uns doch mal rein, oder? Natürlich, direkt hier. Direkt Licht hinmachen. Warum spawnen die denn neu? Ich habe doch Licht hingemacht. Zählt das nicht? Okay. Wir sind drin, wir sind drin. Oh. Komm hoch. Hallo Magma-Schleim. Ich möchte gerne einen Magma-Ball haben. Nee, okay, danke. Ist noch keine Truhe im Wasser? Oder? Oh mein Gott. Also aufgebaut ist das Ding schon echt geil. Aber irgendwie habe ich mir hier mehr erhofft. Hier geht's halt wieder hoch. Sieben Stück haben wir schon. Sieben Stück. Man kann hier richtig gut farmen, Leute. Leider keine Nether-Warzen gefunden. Die Stelle kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist da unten nicht mein Portal? Das hier unten mein... Hier war mein Portal. Oh mein Gott. Puh, okay. Wir haben es geschafft. Wir haben einiges an Lohnrouten erfarmt. Wir können wieder nach Hause. Es sieht schon ganz geil aus, ne? Mit dem Eichenbaum, da hinten der Schwarzeiche, hier so die Akazien. Schon ganz schön. Leute, ich bin wieder zurück. Leute, wir haben es geschafft. Boah, puh. Okay. Cobblestone. Lohnroute oben rein. Und wir haben unseren ersten Braustand. Tada! Und ich glaube, da musste man Lohnstaub als Feuer machen. Gut. Wir können aber noch, wir haben ja noch ein paar Minütchen, schon mal das Hühnergehege abstecken. Ich glaube, Hühnergehege, habe ich gesagt, machen wir. Und wir haben gesagt, wir machen das hier hinten irgendwo hin, ne? Ist die Frage, machen wir das direkt hier hinten dran? Dann müsste ich hier auf jeden Fall die Bäume einmal abwälzen. Oder wir machen das hier hinten dran. Hier so. Und dann machen wir hier noch Felder oder irgendwie in der Art hin. Das wäre auch eine Möglichkeit. Warte mal, dann hole ich nochmal ein bisschen Erde. Wie bist du denn jetzt schon wieder entkommen? Oh, sorry, das wollte ich nicht. Meine Güte. Wenn ihr immer entkommt, kann ich auch nichts dafür. Gut. Hier können wir noch die Erde wegmachen. Und hier hätte ich gesagt, machen wir ungefähr einen Weg hin. Also zwischen Hühner und Schwein. Wieder so, ne? Genau, und hier machen wir den Hühnerstall hin. Der Hühnerstall muss ja auch nicht allzu groß werden. So. Ja, jetzt habe ich hier viel mehr Platz, um das Häuschen in der Mitte zu bauen. Dann würde ich sagen, wir machen hier einen Eingang hin. Und wir machen hier einen Eingang hin. Hier oder da? Da, oder? Aber unser kleines Dörfchen wird immer größer. Irgendwann holen wir uns Villager. Die siedeln wir dann um. Wahrscheinlich aus dem kleinen Dorf, weil das ist wirklich für die sehr klein. Jetzt holen wir mal. Hier läufst du lang. Tadada. An den Kühen, an den Schweinen. Die Schweine sind noch nicht da. Die müssen wir uns noch holen. Zu den Hühnern. Zack. Kommst hier rein. Hier ist dann mittendrin der Stall. Und zack. Kommst du hier raus zum Hafen.
Das heißt, am Hafen hast du ein bisschen Weide. Hier werden dann wahrscheinlich überall die Häuser für die Villager kommen. Also Villager-Haus. Und hier ist so mein kleiner Abteil. Beziehungsweise hier ist Farm. Und vielleicht werden wir aus dem Haus, dem Anfangshaus, einen Leuchtturm bauen. Also einen Turm nach oben hin noch raus. Macht man unten, keine Ahnung, Bibliothek, Museum, irgendwas hin. Hier wird Feld sein, da hinten wird Feld sein. Also hier ist wirklich dieses Abteil für, ja, Farming, ne? Da könnte man auch einen richtig geilen Leuchtturm drauf bauen, auf dieser kleinen Insel, ne? Das wäre auch geil. Hier müssen wir noch unbedingt irgendwas umbauen wegen dem Nether-Portal. Das kommt aber wahrscheinlich erst dann, wenn wir wirklich das Nether-Portal auch verbreitern können und so. Das geht ja jetzt noch nicht. Aber da könnte man auch einen richtig geilen Leuchtturm oder so eine Seemarke oder wie. Also es gibt ja die Kugelbarke. Das ist ja auch so eine Seemarke. Ach, das ist ein Tintenfisch. Okay. Na nee, gut, liebe Leute, ich würde sagen, das war's mit Folge 25, 23x24 lasse ich auf jeden Fall. Das heißt, die werden wir überspringen, weil die kaputt gegangen sind. Ich freue mich schon auf Folge 26, da gehen wir nämlich ins Elva-Update. Einige kennen definitiv schon das Elva-Update, was dazu kommt, und da freue ich mich auch sehr drauf. Ist halt die Frage, ob ich es wirklich finde oder ob ich dann mir wirklich die Villager hole und dann die Karte trade, dass ich weiß, okay, da ist die Menschen. So, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auch über jedes Kommentar, das ihr schreibt, Verbesserungsvorschläge etc. Sagt auf jeden Fall auch mal Bescheid, wie ihr das gefunden habt mit so einem kleinen Intro, ob ich das machen soll oder nicht. Ich wollte es eigentlich am Anfang noch mit reinpacken, habt ihr das vergessen? Ist nicht schlimm. So. Ja, und dann hoffe ich, wir sehen uns bei einer nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi.